Hier zeige ich, wie ihr euch ein Adventsgesteck sehr preiswert auf einen Ast selber machen könnt, wie man die Kerzen befestigt. Bleibt einfach dran und schaut euch das Video an. Ich habe jetzt hier so einen richtig schön verschnörkelt gewachsenen Ast gefunden. Das ist vom Flieder jetzt meiner, der jetzt hier aber ganz bezaubernd hier dieses Moos überall dran hat. Wir sind jetzt hier beigekommen, haben jetzt hier vier Nägel reingemacht und auf diese Nägel haben wir dann anschließend den Kopf abgekniffen und kann ich jetzt hier so richtig gut meine Kerzen draufsetzen. Wenn das bei euch jetzt nicht so gut gelingt, dann müsst ihr einfach hier mit dem Feuerzeug die Nägel erhitzen, sodass hier dann ihr richtig schön die Kerze einfach aufsetzen könnt. Das ist das Erste, was ihr machen solltet. Und gleich ein bisschen ausrichten. So, dann habe ich mir über Nacht ein Handtuch ganz einfach gewickelt, ein nassen Handtuch, und zwar mein Ton. Und der hat jetzt wieder richtig die Feuchtigkeit aus dem Tuch aufgenommen, sodass ich den gut kneten kann. Kann jetzt hier ganz einfach beikommen. Schneide mir hier so Stückchen ab. Und komme jetzt hier bei. Und drücke mir meinen Ton jetzt hier so ran, als wenn ich so Tellerchen habe. Also richtig schön dran modellieren. Schneide das auch gleich in kleinere Stücke. Muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich mit meinen Händen meine Kerze nicht schmutzig machen. Ich habe jetzt hier einmal so ein Silberblatt, habe ich mir noch vom Garten geholt. Nehme jetzt hier auch wirklich die Mitte, was richtig schön aussieht. Das und noch so ein bisschen spitz schneiden, dass man es gut stecken kann. Man kann jetzt hier dieses ganz einfach in den Ton reinstecken. Guckt dann ein bisschen zu weit raus. Oder kann ganz einfach einen Draht drum machen. Jetzt ein ganz dünner blau geglühter Draht, den man jetzt hier ganz einfach auch mit der Rosenschere schneiden kann. Habe jetzt hier von der Hagebutte oder wilden Rosen jetzt hier mehr Fruchtstände hier im Herbst gleich getrocknet, die ich jetzt hier für Adventsgestecke im Jahr auch oder Kränze und richtig schön verwenden kann.
Natürlich mache ich hier auch wieder drei Gruppen. Und beim Steck dann auch einfach drehen. Die Materialien ganz wunderbar, ganz schnell und einfach gleich mit einstecken. Jetzt bei den Kerzen ist es nachher schön, wenn man die wechseln will, dann hat man oben ganz einfach so einen Teller und kann dann die nächste Kerze eben drauf schieben. Jetzt hier auch mehrere Blätter einfach so zusammenfassen. Und guck jetzt gleich, okay, jetzt habe ich einmal das Blatt nach da, einmal nach da. Okay, und jetzt dieses jetzt so in diese Richtung machen, dass es hier mit gleich mit reingeht. Hier diesen Eukalyptus Silberdollar und komme jetzt hierbei und schneide mir den gleich in solche Stücke und kann den jetzt hier richtig, richtig gut verarbeiten. Ich den jetzt hier mehrere gleich, ist das denn noch schön zu sehen ist. Ich habe hier natürlich einen tollen, richtig festen, schönen Stiel. Arbeite ich jetzt hier auch wieder diese drei Gruppen. Jetzt hier Weihnachtskugeln, die sind auf so einen solchen Draht, ist jetzt natürlich auch sehr, sehr praktisch hier. Kann die auch gleich nehmen und auch mit reinschieben. Auch einfach ein bisschen höher stehen lassen. Jetzt habe ich hier Koniferen. Die eignen sich jetzt ja auch super. Kann die auch hier eben
richtig gut schneiden, dass man kleine Stückchen hat. Kann ich jetzt hier auch gleich im Ton mit reinstecken. Das macht sich jetzt hier natürlich mit dem Ton Gestecke zu machen, eben auf Wurzeln, Äste und, macht sich jetzt ja auch sehr, sehr schnell. Ihr habt gesehen, jetzt hier habe ich einmal es rausgeschnitten, kann das so drüber legen, zupfe mir hier so ein bisschen ab und kann das auch richtig gut gleich stecken. Und vor allem die Materialien, die gehen von der Kerze weg, so dass es dann auch mal ganz schön wegen Brandschutz. Kann ich jetzt hier auch so geweißte Äste nehmen, die ich mir auch einfach solche Stücken schneide. Hier habe ich solche Birke. Dann auch nochmal richtig schön, also das Gesteck strahlen lassen, schön hell sind. Das sind so, solche Materialien. Die stecke ich jetzt hier auch gleich schon mit rein. Aber auch diese kleinen Lärchenzapfen könnt ihr hierfür richtig gut verwenden. Und jetzt hier bei und schneide mir hier eine kleine Spitze. Mein Gesteck nehmen. Muss mal gucken. Dann kriege ich es richtig schön reingeschoben, dass es von vorne richtig gut wirkt. Ich kann jetzt aber auch diese Zapfen hier ganz einfach nehmen und andrahten. Jetzt praktisch hier wieder einfach. Kann die richtig schön einarbeiten. Zeig es nochmal. So den Zapfen. Die hier zwischen. Falls Wirbels. Und wie ich meine Drähte so runter, dass die, dass das so aussieht, dass die schön parallel sind. Jetzt hier gucken und kann es auch ganz einfach anschieben. Und so wie jetzt mein Gesteck ist, lasse ich es jetzt erstmal einen Tag aushärten, dass der Ton richtig schön fest ist, und dann geht es weiter mit der Klebepistole und dann mache ich die Feinheiten. Ja, und einen Tag später ist jetzt praktisch das Silberblatt schon so getrocknet. Man sieht jetzt ganz und gar auch jetzt der Eukalyptus.
Man sieht jetzt ganz und gar, okay, so wird es auf dem Weihnachtsgesteck bleiben. Und jetzt kann man richtig gut eben weiterarbeiten und kann noch die Materialien nehmen, die man sich weggelegt hat, indem man jetzt hier praktisch ja nur den Ton bedecken sollte. Praktisch ist es dazu auch immer ganz einfach, ein ganz kleines bisschen Moos zu verwenden, weil Moos jetzt ja einmal schon auf dem Aststück ist. Und das ist so ein kleines bisschen Feinarbeit. Man möchte ja auch, dass es nachher richtig schön ist. Ich gucke dann auch mit meinen Kugeln. Ihr wisst, ich habe es mit dem Gestaltungslernen und komme jetzt hier mit den Kugeln eine bei und mache die Hauptgruppe ran. Da waren meine Kugeln ein kleines bisschen lose oder der Draht. Hab jetzt hier die drei Kugeln zusammen, so dass die richtig schön im Blick fallen. Ich habe hier die Hauptgruppe, hier die kleine Nebengruppe und hier die mittlere und die Gegengruppe. So habe ich das mit den Zapfen. Da habe ich drei, hier mache ich einen, hier mache ich zwei hin. Und kann eben da, wo der Ton durchscheint, ganz einfach mit dem Moos arbeiten. Moos habe ich wieder aus dem Rasen gezupft. Arbeite das hier richtig schön fein ein. Guck dann, dass meine Wurzel richtig oder mein Aststück jetzt hier in meinem Fall so richtig schön zu sehen ist, dass der Schwung eben da ist, dass der Ast jetzt gar nicht bedeckt wird und auch noch mein richtig schönes Gestaltungselement eben ist. Da achte ich jetzt drauf. Ich versuche das einfach selber, mal so einen Ast zu schmücken, zu dekorieren für Weihnachten. Ist natürlich hier sehr preiswert vom Materialverbrauch auch. Seht ihr, braucht man gar nicht viel. Und die Wirkung, die ist so richtig, richtig groß eben durch den Ast. Ja, ich wünsche euch dann noch schon mal eine schöne Adventszeit. Und teilt mein Video, kommentiert. Ich freue mich wirklich sehr.